Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal Kabelbinder vorstellen. Und zwar von der Firma Visio. Da habe ich mir welche gekauft. Es gibt natürlich noch andere Hersteller und auch andere Kabelbinder, also Klettkabelbinder. Und ich habe mir aber diesmal welche von Visio gekauft, weil ich eben halt die doch dann für Kabel halt verwenden möchte. Und ich auch manche Kabelbinder gerne mal auch zweckentfremde. Ja, das sind halt wie gesagt von Visio. Ich habe mir 20 Stück insgesamt bestellt. Also eine Packung fast 10 Stück. Und wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 20. Ich habe mir die in Schwarz gekauft, also Black. Die haben auch noch in verschiedenen, also gibt es noch in verschiedenen anderen Farben, also mehrfarbig hier, in Rot, Blau, hast du gesehen und so. Ich habe es mir aber in Schwarz hier genommen. Und so sehen sie halt aus. Ich meine, Klettkabelbinder sind ja allgemein bekannt. Und so sehen halt diese aus. Die haben hier so eine, na, wo war's? Haben die das hier? Die haben sie nicht. Die haben hier keine Durchzugsflasche, so wie die Original Klettbinder von Visio Sound. Also jetzt die direkt bei den XLR-Kabel mit dabei sind. Sondern das sind hier so andere. Und zwar sind das, die überschlägt man einfach so und dann halt das Kabel damit einfach nur so zusammenzuhalten. Da ist keine Lasche oder keine Vorrichtung da. Ne? Also das ist ja ganz normal, sind die. Die man hier so umschlägt. Also ganz simpel gemacht. Und wie gesagt, für Kabel optimal. Also auch wenn man jetzt irgendwie mehrere PC-Kabel oder sowas hat, da gibt es zwar auch diese komischen Kabelschläuche, aber ich nehme dann doch lieber gern solche Kabelbinder, also so Klettkabelbinder, weil der Vorteil ist, man kommt doch mal schnell dran, man kann sie schnell lösen, als jetzt den richtigen Kabelbinder oder eben halt diese Schläuche. Ja, sie waren von Preis ganz okay. Die 20 Stück haben mich irgendwas um die, ja, 5 € gekostet. Und vielleicht ist es ja auch was für den einen oder anderen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeigucken. Es ist kein Affiliate-Link. Es ist nur ein ganz normaler Amazon-Link, also ohne Affiliate. Und eben halt nur gekürzt von den Google-Dings da. Ne? Also, dass ich nicht so einen langen Link da unten habe. Also, keine Angst. Ihr unterstützt mich sozusagen damit nicht. Also, wenn der Watcher da vorher sagen. Ja, wie gesagt, Visio-Sound, verschiedene Farben, das ist halt einfach, habe ich nur jetzt in Schwarz. Und ich habe mir auch noch von anderen Firmen noch welche bestellt. Und zwar, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das No Name ist oder so, keine Ahnung. Das sind solche, das sind auch 10 Stück drin, 15 cm lang. Und die haben halt den Vorteil, die haben halt hier so eine Metalllasche. Und da gibt es auch verschiedene, einmal wie gesagt ohne Lasche, dann mit so einem Schnitt. Mit Plastilasche, das ist halt so eine Metalllasche, also das heißt, man kann ein bisschen mehr dran ziehen. Auch wieder verschiedene Farben hier. Ich habe mich entschieden für Neongrün halt. Und man kann dann halt hier das dann halt, ne, wie das halt so ist, mit einer Lasche hier durchziehen und dann halt enger machen. Ne? So halt Lasche. Diese Kabelbinder nehme ich gerne für Werkzeugkisten, also ich tue sie ganz zweckentfremd, ich nehme die für Werkzeugkisten. Und zwar, ihr kennt bestimmt solche etwas günstigeren Werkzeugkisten, wo diese Verschlusslaschen aus Plaste sind. Also wo auch das Scharnier aus Plaste ist. Und irgendwann, wenn man so öfters auf und zu gemacht hat, fliegt das Scharnier ab und dann halten sie nicht mehr. Ist der Koffer sozusagen immer offen oder fällt die aus halt auf, wenn man anhebt. Und dann machst du das immer um den Griff drumherum und so hält es dann halt zu. Also wie gesagt, zweckentfremdet. Und es sind halt 15 cm Länge. Sind halt ein bisschen kürzer als die Visio-Sound. Die müssten. Oh, hallo. Die sind ganz schön stabil, mein lieber Scholli. Sind auch ein bisschen schmaler, wenn ihr das so seht. Ja, ein bisschen schmaler. Und natürlich auch ein kleines bisschen kürzer. Ich denke mal, naja, wenn die 15 sind, lasst das vielleicht 20 cm sein, die von Visio-Sound. Ja. Wie gesagt, Link von den zwei Klettkabelbindern ist in der Videobeschreibung. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Und ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr eure Kabel sortiert oder jetzt an euren Fernsehen oder Anlagen, ob ihr da ka richtige feste Kabelbinder nehmt oder solche, diese Kabelsortierschläuche oder wie die da heißen, oder Tunnel oder Kabelkanal. Oder eben halt auch, so, wenn ihr mehrere habt, dann doch hier so ein Kabelklettverbinder und ja. Würde mich mal interessieren. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich habe euch nicht so gelangweilt. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Digga Yoshi und bleibt mir treu. Tschüss.